Zurück, sagte ich. Zurück. 1, 2. 3, 4. Loni vor der Tür. Und wo auch immer ich jetzt hin bin. Aber ist ja egal. Ich will auf Island 5. 4. Ich glaube 5. Ich glaube, der Team Rocket Müll war hier, aber... Oder war er doch nicht hier? Doch, er war hier. Hier war, genau, hier war Team Rocket. Übrigens, wann habe ich Loe-Kanonade gelernt? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Mausi, das ist ganz schön. Wann habe ich Loe-Kanonade bekommen, nicht erlernt? Bekommen? Seit wann habe ich die TM? Das wollte ich fragen. Oh, nee, nicht Loe. Hitzekoller. Hitzekoller war es. Aber ich kann mich nicht erinnern, das bekommen zu haben. Ich hätte es Glurak doch schon lange beigebracht eigentlich. Die Tür ist offen. Na, Abgang. Dann beklauen wir mal Team Rocket. Wie sieht's aus? Oh, nö. Keine Pfeilrätsel. Oh, nee. Okay. Genau. Oben ist ein Item. Da will ich aber gar nicht hin, glaube ich. Erstmal. Es wird einfach nur verwirrend und abgefuckt. Und darauf freue ich mich ja total. Hier komme ich an das Item ran. Eine Perle. Yo. Geht. Kann ein bisschen Cash mitmachen. Wie komme ich da unten hin? Jetzt erstmal gar nicht. Upgrade. Was ist das Schönes? Ist Daten der Sylph Co. Okay. Also nichts, was ich irgendwie in dem Pokémon geben kann. Ist einfach da erstmal. Gut. Was ist das für eine Maschine? Das weiß keiner. Ach komm, ich kämpfe gegen dich. Mit Togepi! Ich werde es tun, ist mir egal. Los, Togepi. Ich möchte kämpfen, jawohl. Hunduster, ich bin ja sowas von tot, aber egal. Metronom. Nein, ich bin langsamer. Nein, Togepi. Ne, ich werde Togepi natürlich nicht sterben lassen. Es war ein verzweifelter Versuch. Hunduster sollte, glaube ich, irgendwas mit Feuer zu tun haben. Deswegen schmeiß mal Aquana nach vorne. Wenn Hunduster nichts mit Feuer zu tun hat, bin ich eben im Arsch. Nein, hat was mit Feuer zu tun, wusste ich. Antikkraft. Schauen wir uns mal kurz an, nur um festzustellen. Nee. Kann alle Statuswerte erhöhen, aber... Nee. Irgendwie nicht so. Ich müsste Scham wegschmeißen, also. Ja, Anase. Also ich meine mich zu erinnern, dass ein Kristall Scham total geil war. Weißt, erst Angriffsschwächen, dann hast du ein bisschen mehr Chancen. Und dann Metronom durchziehen. Also Antikraft, nee. Außerdem, es hat 5 AP. Das ist nicht so, finde ich, nicht so sinnvoll. Hunduster. Wird wieder gesurft. Wir surfen auf Hunduster. Robuster. Weiß ich nicht. Das war falsch. Dann nehmen wir mal den zweiten Weg. Moment, das war doch der Weg, oder was? Ah, verwirr mich noch. Okay, dann nehme ich den ersten Weg praktisch. Ja, den hatte ich noch nicht. Einmal Item. Riesenperle, wow. Weil ich dicke Cash habe, oder was? Echt mal. Okay, wo komme ich denn jetzt hier raus? Und was kann ich damit anfangen? Ich kann damit... Oh, ich kann hier hoch. Cool. Wusstest du, dass dieses Lager von Team Rocket ist? Ehe du hierher kamst. Nee. Ich hab mir 2 Passwörter besorgt. Was soll das sonst sein? Walmart oder wie? Brauchst mir ja wohl nicht erzählen. Maschok, schön surfen. Weg, tot. Geil, Level 23. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann sich Togepi entwickelt. Oder ob sich Togepi überhaupt entwickelt in diesem Spiel. Das kann ich nicht sagen. So. Pokiwiki. Aber das will ich jetzt natürlich nachschauen. Togepi. Existiert seit Generation 2, ja. Aber wann? Seit wann? Ne, Togetic ist auch 2. Generation. Togekiss ist 4. Generation, also. Und Togepi entwickelt sich gar nicht durch Level weiter, sondern durch Freundschaft. Nee. Das heißt, es kann jederzeit passieren. Und ich muss einfach nur versuchen, es abzubrechen.
Okay, merke ich mir. Hier könnte ich lang, aber das bringt mir nichts, also. Das ist ja totaler Quatsch. Hier, keine andere Wahl eigentlich. Aber hier war ich schon. Ja, wie komme ich denn da hoch? Gar nicht, oder was? Gar nicht? Wirklich? Verwirr mich noch mehr Spiel. Okay. Hier hab ich habe hier nur zwei Möglichkeiten. Aber ich kann ja gar nicht zu einem Item hochkommen. Also ich werde es schon können, aber von meinem jetzigen Wissensstand aus. Nein. Nein, nicht wirklich. Das ist Quatsch. Das ist aber genauso Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist immer noch Quatsch. Hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Das. Nee, aber das Problem ist ja, ich komme ja hier nicht hoch. Das ist ja das Ding. Also ich verstehe nicht ganz, wie ich... Moment mal, das ist doch ein Weg. Jetzt sehe ich das erst, halt. Jetzt ist das ein Weg. Ach, ich kann da einfach durch. Ich bin ja auch Mongo. Ich dachte, ich muss da einfach mit Schaltflächen durch, aber nein. Ja, dann geht es natürlich, das ist klar. Matschbombe. Okay. Begeisterung geht, glaube ich, anders. Haben bereits erzählt. Boss Giovanni. Oh ja, auf Giovanni, da habe ich Bock drauf. Auf Giovanni freue ich mich schon. Mit dem wir einmal eine schöne Rasur abbekommt. Noch ein Surf-Volltreffer, geil. Okay, ich stelle mal irgendwie anders nach vorne. Relaxo, brauchen wir ein bisschen Liebe. Das Ding ist ja, dass Togepis Freundschaft nur durch Schritte anwächst und nicht durch Kampf, weil Togepi kämpft nicht momentan. Und ich habe keine Ahnung, wann es soweit ist. Ich weiß nicht, ob, und es kümmert mich auch nicht, ob ich das, was ich tue, recht oder unrecht ist. Vertraue Giovanni, befolge seine Anweisung, genau. Einfach mal hirnlos ab nach vorne. Es hat die Geschichte gezeigt, das ist das Schlauste, was man überhaupt machen kann im Leben. Trottel. Lachs wurde durch Gift verletzt, das freut mich nicht so. Risikodeckel. Ah, killt. Killt und... Relax, du kriegst noch Gift ab, oder? Walzer, oh. Oh, wow. Nein. Könnte man machen, wird jede Runde stärker, aber... Nee. Ich brauche keine 5 Runden, um zu klatschen. Und ich will keine 5 Runden brauchen. Spotlight. Spotlight auf mich. Ah. Ey, jetzt gibt's Action in die Fresse, Junge. Der Gegner ist schwerer, doch eine rappende Nummer schlechter, Junge. Greift nur den Anwender an. Ja, nee. Spotlight nicht erlernen. Danke. Aber wir wechseln mal, weil dieses Piep mir auf die Nerven geht. Simsalat. Hier sollte eigentlich auch ein Psystrahl reichen. Das tut er auch. Giflor, da sollte kein Psystrahl reichen. Ist paralysiert, aber leck mich mal sowas von, Junge. Und weg da. Level 26. Ich bin am Boden und ich habe gewonnen. Du handelst nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt verstehe ich es. Na genau, aber sicher. Lässt du mich einfach durch, die alte Nutte, oder was? Überleben kann ich nur, wenn ich jetzt zum Ausgang fliege, also zum Stadteingang fliege. Und das mache ich jetzt auch. Heilen, danke. Unglaublich, ich glaube, mein Togepi war noch nie auf Level 24 oder so. Das ist Weltpremiere. Allerdings hatte ich auch noch nie so einen geilen EP-Teiler. In Gen 2 gab es den auch schon, da habe ich den aber einfach nicht genommen, also. Das ist nicht Giovanni, aber... Oh, lässt mich nicht durch, geil. Du stirbst jetzt den Heldentod, Youngster, dafür sorge ich. Das Verbreiten über Lügen von Team Rockets Auflösung, was? Ich hab überhaupt nicht... Jetzt müsst ihr die Fehler eurer PR-Riege, ja, schon auf kleine Kinder schieben. Ihr seid absolut widerlich. Verabscheue euch. Eine scheiß Maschbombe, ne? Relaxo muss ich aufladen, scheiße.
verwirrt, na klar, sicher. Aber immer noch. Stärke. Eine Relaxo willst du bitten, na klar. Sicherlich. Sicherlich, Junge. Komm, Glurak, dann brenn es weg. Togepi kriegt viele EP. Smogmog, Hitzekoller. In der ersten Runde am stärksten, danach wird der Spezialangriff gesenkt. Level 27 für Togepi, alter Hilfe, Hundemon. Das ist Zeug für Aquana. Ja. Also Togepi, das Ding geht so abheftig. Wir werden dieses Lager verlassen, aber denke bloß nicht, es wäre erledigt. Ich lasse nicht zu, dass das Ende ist. Ich wollte nur zu Giovanni. Ich wollte nur durch. Ich will überhaupt nicht eure Auflösung. Es interessiert mich doch nicht. Relaxo wurde besiegt. Stimmt, es hatte noch ein KP. Habe ich vergessen, sorry. Fast hätte ich den dafür für viel Geld verkaufen können. Es gibt keinen Erbarm für dich. Junge, lern mal richtig reden und dann können wir irgendwie weiter diskutieren. Surfer 1 tot. Elektroball, Surfer 2. Das war sehr effektiv. Und jetzt bin ich tot. Nicht ganz. Glück gehabt. Magnetilo. Dich brenne ich weg. Weil du bist Stahl und Stahl ist kaputt. Wunschtraum, was haben wir jetzt schon wieder? Ein Wunsch, der KP erfüllt. Die Erfüllung braucht Zeit. Nein. Mein Togepi ist ja an sich ganz geil, aber diese Attacken sind einfach nur Abschaum. Nicht erlernen. Nein. Wunschtraum nicht erlernen. Ja, meine Güte. Magneton. Bleibe ich da, denn ich brenne dich auch weg. Du bist tot. Porygon. Das genieße ich ja mal, dich wegzubrennen. Zum ersten Mal hier sehen wir Porygon. In dem ganzen LP, glaube ich. Ich habe noch nie gegen Porygon gekämpft. Oder ich erinnere mich nicht. Kann auch sein. Ingo, du bist tot. Mist. Er ist wertlos, weil du nicht verkaufen kannst. Und deswegen kriege ich ihn. Das ist eine bestechende Logik, der ich nicht widersprechen werde. So, weil ich wieder zu faul zum Laufen bin. Es ist eigentlich ziemlich bezeichnend, dass ich diesen Weg zurückfliege. Aber wenn ich es mir leisten kann, bitteschön. Okay, dann. Ach ja, ich muss ja zurück zu Dingen, stimmt. Mach ich das auch. Alle hat eins, ich habe einen Saphir. Ich will aus dem Mewtwo fangen. Das ist also der Edelstein, der zum Rubin gehört. Das ist alles auf dich genommen, oder? Ich weiß, dass es nicht leicht war. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt muss ich ein wenig arbeiten, lass mir ein wenig Zeit. Okay, fertig. Du hast einfach nur einen Stein eingesetzt, Alter. Heureka, ich bin mit Lanette verbunden. Ich habe es geschafft. Ich konnte eine Verbindung zu den Tränen an den Hönnen herstellen. Endlich funktioniert das Netzwerk. Das habe ich nur dir zu verdanken. Dank dir hat sich mein Traum erfüllt. Ich glaube, Glasfaser hat's auch getan. Also ob es dafür zwei Edelsteine... sehr kritisch. Ich weine nicht, das ist genug von meiner Seite. Du fängst weiter ein exotisches Pokémon, oder? Ich wünsche dir alles Gute. Ja, das tue ich. Und ich könnte jetzt, soweit ich weiß... mit Generation 3 tauschen. Also ich könnte meines Mark-Pokémon hierher tauschen, soweit ich weiß. Glaube ich. War. Müsste sein. Okay, und jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt ist es soweit. Die Forschung ist fertig. Ich kann noch Island 7 besuchen. Was es mir bringt, keine Ahnung. Aber ich könnte es. Top 4 könnte ich noch klatschen, ja. Trainerturm ist auf Island 7. Das ist ja ganz nett. Aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Und die werde ich jetzt auch erfüllen. So, Moment, dazu muss ich erstmal zurück. Nach Azuria City. Azuria. Fliegen. Azuria Höhle. Da war ich als einziges noch nicht auf dieser Karte. Natürlich, ein Raupi Level 7. Das ist ja mehr als nur Zeitverschwendung. Jetzt sollte die Höhle frei sein. Jawohl. Wir sehen von der Tachali Level 37, aber nein. Hallo, Azuria Höhle. Oh, fuck ja. Das wird richtig dick. Da stelle ich auch mal Simsala nach vorne. Einfach, weil es geht.
Ich erwarte sehr viele Dittos auf Level 60. 52 geht auch. Auf 60 hätte ich mir eins gefangen. 52, ja, okay. Pff, naja. Von mir aus. Die Leitern sehen sehr exotisch aus, muss ich sagen. Kann man mitarbeiten. Golbat. Also levelmäßig, man sieht schon, ich muss noch aufleveln. Das hat hier erstmal keinen Sinn. Vor allem, wenn ich nochmal die Top 4 klatschen will, die stärkere, werde ich keine Chance haben. Kein bisschen, also. Ja, Mashok ist schön. Ich werde keine Chance haben, deswegen. Ich werde nochmal leveln müssen. Ob ich das will, fragt natürlich wieder niemand, aber. Nee, muss ich machen. Werde ich auch machen. Anton, das ist ja schön. Das ist Top-Genesung. Das hier war sinnlos. Nugget, war die Höhle damals auch schon so? Seit ich. Hab die irgendwie anders in Erinnerung. Allerdings war ich auch nur einmal drin, deswegen. Weiß ich nicht. Ich kann es ja Trümmerer, das ist super. Parasek, wow. Aber stimmt, Parasek habe ich auch. Habe ich schon gefangen. Kadabra, Level 55, leck mich am Arsch. Fetter Scheiß. Also in der Höhle gibt es wirklich allerlei dickes Zeug. Ohne Wenn und Frage. Ditto. Ja, okay. Razaf. Ja, kann man auch mitarbeiten. Mewtwo ist eigentlich nur das Sahnehäubchen auf dieser Höhle. Das ist die fucking Überhöhle. Level 61 Parasek, ey. Das gibt's ja nicht. Na gut, Georock, sowas muss es auch geben. AP Plus. Kann ich den ganzen Rotz nicht mal einsetzen? Und den ganzen Rotz wahrscheinlich auch mal verkaufen. Glurak. Es ist sehr sinnvoll, Glurak das zu geben. Feuersturm zum Beispiel. Und ich glaube, selbst wenn ich hier Topschuss einsetze, es bringt nichts, weil die Pokémon zu stark sind, um davon abgehalten zu werden. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Oh, ich bin total verlockt, hier so ein Parasekt zu fangen und ihn wirklich ins Team zu nehmen. Einfach nur, weil es so fett ist. Na gut, das jetzt nicht, aber das 61er, das hat mich wirklich geschockt. Aber das war wirklich heftig. Punkt, naja, egal. Top-Elixier. Das muss ich ganz kurz speichern. Was ist hier drüben? Ist das auch eine Leiter? Ich weiß nicht, welches die richtige, in Anführungsstrichen, Leiter ist. Ja, Golbat, ist gut. Und deswegen würde ich gerne beide abklappern. Und natürlich gerade den falschen Weg nehmen, logischerweise. Das ist der falsche Weg. Also ein falscher zumindest, nicht der falsche, aber es ist ein falscher Weg. Okay, noch ein Golbat. Ich könnte hier eigentlich mega leveln. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht level. Keine Ahnung. Das mache ich vielleicht später. Wenn es dann wirklich dran geht, dass ich alles rasieren muss, dann könnte ich wirklich leveln. Wow, 61er Elektroball. Gut, dass es nichts eingesetzt hat. Togepi, jawohl, Togepi. Ein komisches Kleinstein. Es wäre auch sinnvoll, ich habe ja kein Elektro-Pokémon mehr im Team, von daher. Jetzt wird's. Hallo. Da ist nichts, wirklich. Das ist ja wack, okay. Also einmal zurück, Ditto, schön. Immer noch kein Golbat. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wen ich rausschmeiß für Mewtwo. Das Sinnvollste wäre wahrscheinlich Simsala. Einfach weil es der gleiche Typ ist. Aber Simsala rauszuschmeißen, das ist halt wirklich sehr gewagt. Machen wir uns nichts vor, da muss man Eier in der Hose für haben und. Togepi werde ich nicht rausschmeißen. Komm. Das ist verwirrt, das ist ganz geil. Mal schauen, ob es ist. Ja. Breitet sich aus. Das ist schön. Aber das sollte jetzt eigentlich reichen. Vielleicht sogar mit dem Pokéball. Einfach nur, weil ich so viele von den Scheißdingern habe. Ist nicht mehr verwirrt. Nein. Jawohl, wurde gefangen. Level 61. Leck mich am Arsch. Jetzt muss ich mal ganz kurz Infos über Parasek einholen. Ich könnte auch im Pokédex nachschauen, aber nein. Parasek. Ob man mit dem Ding arbeiten kann. Käferpflanze. Na, Käfer ist schon ein bisschen kritisch. Käfer. Ne? Weiß ich nicht. Ja, was sagen denn die Stats? Die Stats sagen, kann man, aber muss man nicht unbedingt.
Aber könnte man. Naja gut, vielleicht nehme ich ein Team. Ich hab's auf jeden Fall erstmal. Und dann schauen wir weiter. So, das ist eine Sackgasse da drüben. Heißt, ich gehe zumindest richtiger als da. Okay, noch ein Parasek. Ich habe ich schon. Auf einem deutlich höheren Level. Und hier unten ist Mewtwo. Hier ist er. Irgendwo hier ist er. Noch ein Kadabra. Alter, das ist nett, dieses Kadabra.